Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Guild Wars 2 PvP. Und wir sind jetzt wieder am Start vom nächsten Match. Und wieder mal die mysteriöse letzte Person, wie immer. Wie immer, Leute. Und... der Wald von Niflhel. Oder Niflhel. Wie spricht man das aus? Ich weiß es nicht. Regel Nummer 1 bestätigen. Ich bin bereit. So, haben wir uns jetzt schon mal wieder 10 Punkte gesichert. So, ich hoffe, es joinen alle. Jetzt wie in der letzten Runde, wo wir nur 4 waren im Team, 4 gegen 5. Mich bringt nichts zu fallen. Und natürlich haben wir nur deshalb verloren. Ja, ist doch logisch. Komm schon. Never. Ah, er ist da. Oder sie, man weiß es nicht. Never Titi. Never Titi. Komischer Name. Komischer Name. Okay. Also, ich wäre dann soweit. Ich habe wieder meinen lustigen Quaggan ausgepackt. Der ist jetzt am Start. Das ist mein. Das Match beginnt bald. PvP-Quaggan. Okay, Leute, ich bin vorbereitet. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir jetzt Gewinner werden. Komm schon, komm schon! Haltet eure Stellungen und erobert. So, irgendwer wird den Punkt da einnehmen und wir gehen dann weiter. Und holen uns den Swan hier. Ist zurück. Zack, Swan hier! Ihr habt die Mine eingenommen. Muss ausruhen. Sie haben das Erdwerk eingenommen. Ah, ich bin Team Rot. Okay, das ist sehr gut. Wir führen um 2 Punkte. Okay, da können wir's. Aber jetzt kurz da oben warten. Denn... eben, genau deshalb. Oder, wenn ich jetzt... oh Gott. Ich kann jetzt so, okay, da runter, wenn ich es überlebe. Oh Gott, das war jetzt oder mein Plan. Ja, ich hab's. Ich hab alle runtergezogen. Hoppala. Heilung. Oh. Alter, du stirbst. Hat's am Tod oder heilt's mich? Ist auch okay, danke. Oh, ich bin gerade irgendwie voll. Oh Gott, ich stirb. Heilung? Komm, 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 komm. Ja, Mann. Hä? Komm, du stirb! Oh. Was für ein Kampf, Leute! Wo ist der blöde Misma? Da ist er! Haha! Ich hasse diese Misma! Aber wir führen, Leute! Okay, da mag irgendwer unser Erdwerk einnehmen. Oder Mine. Zack! Zack, 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 zack! Zack, 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 zack! Euer Feind hat die Mine eingenommen. Ha! Hey Leute, es läuft eigentlich ganz gut gerade für uns. Ja, der läuft weg, aber Leute, am Punkt kämpfen. Am Punkt kämpfen. Denn während der da jetzt kämpft mit dem da, kriegt der Gegner wertvolle Punkte. Und die werden wir ihm sicher nicht schenken. Wir müssen jetzt ein bisschen mit Konzentration da rangehen, Leute, ne? Denn ich habe jetzt, ich glaube, 2 Matches habe ich jetzt verloren oder 3 Matches, ich weiß nicht, nur 1 gewonnen. Ihr habt die Mine eingenommen. Das geht so natürlich überhaupt nicht. Oh! Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Oh, Scheiße! Ihr habt euch das Erdwerk gesichert. Ah!
ist zurück. Der Häuptling ist wieder da. So ein Scheiß. Die Feste ist verloren. Mann. Ma. Ey, da regt mir das auf. Was war dies jetzt? Ah, so ein Scheißdreck. Sagt man nicht. Aber im PvP darf man auch ein bisschen fluchen. Aber was tat hier? Die ganken da alle. Geht's doch halt den anderen Weg runter. Die kämpfen immer irgendwo. Das ist... Euer Feind hat die Mine eingenommen. So was regt mir immer auf. Ja, die geht's von der Seite wieder hoch. Ich hab was entdeckt. Warum holt sich keiner den Svanja und den Häuptling? Dann mach ich das halt. Ich hoffe, überlebst. Zack! Nein! Oh oh. Komm schon, werde ich die Ärmis, glaube ich, umbringen, dann lebe ich eh wieder, oder? Haha! Ihr habt die Mine eingenommen! Scheiß Miesmauer! Einfach zum Ärgern, Leute. Sie haben das Erdwerk eingenommen. Naja, aber ich hab's gesehen, ich habe einer den Boss da weggeschnappt, was jetzt ziemlich positiv ist. Und wir führen nur immer. Ach Leute, kommt schon, das war, wir müssen die alle Punkte wegnehmen. Okay. Nein, ich geh da raus, weil da bin ich dann schneller. Okay, die kämpfen gerade alle in der Mitte. Da kann ich versuchen. Das war wieder der Messner, oder? Dann schleiche ich mir jetzt einmal da rüber. Die Feste gehört euch. Zack. Und werde dann versuchen, den Punkt da wegzunehmen. Aber wenn ich es nur neutralisieren kann, ist auch schon mal bin was. Bin gleich wieder in Ordnung. Gleich. Und bei unserer Basis ist auch wer. Ja, super. Aber wir haben wenigstens die Mitte. Das heißt, wir kriegen Punkte und die anderen nicht. Momentan. Oh, boah. Das haben noch dieser Gegner. Ihr habt euch das Erdwerk gesichert. Krieger! Euer Feind hat die Mine eingenommen. Hä, was? Warum tut der nichts? Hm? Erst Verteidigung, dann an. Stell gerade was, warum tut der nichts? Mach, gib mir halt. Sicher irgendein Trick oder so. Hey, hier war so ein coolen Todesschlag. Habt ihr es gerade gesehen? Hab ich gar nicht gewusst, dass ich so einen coolen Todesschlag hab. Die Feste ist verloren. Oh oh. Okay, die haben unsere Basis. Und die Mitte. Das ist gerade nicht so geil. Okay, ich schau mal Sneaky Peek hier, ob da wer ist. Nee, da ist keiner. Und zack, drauf. Die holen sie jetzt eher ihre Basis. Und wir holen uns auch unsere Basis wieder zurück. Sehr gut. Okay, da kommt wer. Hä? Da war doch gerade wer, oder? Die Feste gehört euch. Okay. Der Svanja. Häuptling ist wieder da. Achso, der Häuptling. Aber dann kommt der Svanja. Ihr habt die Mine eingenommen. Dann stehe ich mich schon mal daher. Sie haben das Erdwerk eingenommen. Ich muss ausruhen. Komm schon, Svanja hier. Hä? Svanja ist zurück.
Fight, ich glaube, wir gewinnen. Oh Gott, ich hoffe, wir gewinnen. Ich habe einen Sieg wieder mal nötig, ich sag's euch. Der Kampf um die Mitte! Die Feste gehört euch! Heilung! Bam! Was ist das? Da ist so ein Vogel auf mir oben. Ja. Ich war in einem Vogel verwandelt. Nicht schlecht. Ah, das ist glaube ich vom Mesmer, gell? Sagt euch, diese scheiß Mesmer, wir kennen die so von einem Hammer. Ich bin erster Platz. Yes, yes. Was ist das jetzt? Die Feste ist so verloren. Ich bin wieder gespawnt. Ja, cool. Verlassen. Leute, wir haben wieder mal einen Sieg auf unsere Karte geschrieben bekommen, ne? Und Ladezeiten. Heute sind Ladezeiten echt lang. Und es ruckelt wieder mal. Und ich starte gleich das nächste Spiel. Aber wir schauen mal, was wir alles gekriegt haben. Ihr seid jetzt auf Rang 35. Cool. Bin an Rang aufgestiegen. Schauen wir mal, was wir da jetzt kriegen. Was ist denn das? 5 Flicken und Rucksäcke zum Öffnen. Doppelklicken. Gebührende Belohnung. Ja. Kann damit leben, sehr gut. Ja, und wir warten wieder mal, bis das nächste Spiel startet. Okay, was nehmen wir? Die Geisterwacht. Ich glaube, die Geisterwacht habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, gell? Sind wir leider nicht dazu gekommen, dass wir auf der Geisterwacht spielen? Aber ich finde die eigentlich nicht schlecht. Ich habe die Geisterwacht, die Karten am Anfang überhaupt nicht leiden können. Und? Ja, cool. Cool. Und. Aber eigentlich ist nicht schlecht. Da geht es ja darum, dass man. Warten Sie, ich sag's euch gleich. Dass man eben da die. Wieder mal Punkte einnehmen, wie man es halt schon kennt. Und ich glaube, da. Oder, na da, genau, da hier unten spawnt eine Kugel. Und wenn man die Kugel nimmt und dann einfach zum Punkt hinbringt, der halt an, der, also der Punkt muss dem eigenen Team kennen, ja? Da kann dann die Kugel abgeben und da kriegt man halt dann voll viele Punkte. Und man ist halt aber voll langsam, wenn man die Kugel hat. Und man kann, glaube ich, man kann auch keine Angriffe oder so. Also man hat keine Angriffsfähigkeiten, was ich weiß, bin mir aber gerade nicht sicher. Und ja, aber ihr werdet es eh gleich sehen. Da schreibt dann im Chat, hey everyone, und ich glaube, ich werde da auch mal höflich zurückschreiben. Hi. Ja, wir sind ja ein höflicher Ziel Mensch. Identifiziert. Okay. Zwei Sekunden. Das Match beginnt bald. Grühl, Natricula. Okay. Der zeichnet das so schön auf der Karte. Schön, ja. Wenn ihr da lang geht, dann gehe ich halt da lang. Haltet eure Stellungen und erobert ihre. Gut, ich versuche mal zum Bär. Oh Gott, lauf! Samira, lauf!
Die Kugel Danke. Ist erschienen. Oh, ich weiß halt die ganzen Wege nicht mehr. Wie komme ich denn da am besten so? Rauf zum Punkt, Leute! Oh oh. Der Wolf ist in euren Händen. Oh! Kein Problem, Leute, aber ich habe es jetzt ein bisschen hinausgezögert, dass ich den Punkt kriege. Das ist ja schon mal was Positives. Ne? Und ich hätte den Magier fast getötet. By the way, ich wollte es nur erwähnt haben, ne? Ihr habt eine Kugel erobert. Sehr gut. Ihr habt den Raben eingenommen. Wer lässt denn da den Dieb einfach nur... Ich verstehe es nicht. Also Diebe, ich glaube, am Dieb muss man einfach voll gut spielen können. Die Kugel ist erschienen. Los! Die Bärin gehört euch. Zack! Ihr habt eine Kugel erobert. Der Feind hat den Raben eingenommen. Oh oh. Ist das gut, wenn ich da jetzt hier laufe? Ziel identifiziert. Ich weiß es. Muss der Punkt uns kehren, damit die Kugel abgeben können? Der Wolf ist in die Hände des Feindes gefallen. Ja, Mann! Juhu! Die Kugel ist erschienen. Euer Feind hat eine Kugel aufgesammelt. Okay, so wie es ausschaut, muss der Punkt nicht unseren Teamkindern mit mir die Kugel abgeben kann. Man kann sie an jeden Punkt abgeben. Das habe ich nicht gewusst. Oder beziehungsweise habe es vielleicht einmal gewusst und jetzt vergessen. Der Wolf ist in euren Händen. Aber jetzt wissen wir es. Okay, da drüben ist die Kugel. Hebt die Kugel. Nein, nicht der Ihr Feind. Ihr habt den Raben eingenommen. Oh. Euer Feind hat eine Kugel aufgesammelt. Mist. Kriegt man da 15 Punkte mit der Kugel? Die Kugel ist erschienen. Die Bärin gehört dem Feind. Ihr tut hier etwas weh. Ihr habt eine Kugel. Volltreffer. Ja, Mann! Helft mir! Wieder ein cooler Drachenjäger. Nice! Die Kugel ist erschienen. Ah, mei, ich muss unbedingt den Drachenjäger ausprobieren, also die Skillung. Die haut voll viel Schaden rein. Und weil es das Gute ist, man hat dann die ganzen Fallen und so als Fähigkeit. Das ist. Die Bärin gehört euch! Hey, ich glaube, wir gewinnen, kann das sein? Die Kugel, Leute! Ihr habt eine Kugel erobert! Okay. Hey, wir haben voll die Kugelträgerin halt, ha? Huh? Ja, Mann! Sag's mal, was ist denn da los? Das ist irgendwie... Man wird gerade schauen, ob vielleicht dem Gegnerteam irgendwelche Leitfäden... Die Bärin gehört dem Feind! Aber... Ausgezeichnet! Komisch. Okay, Gegner schlagen zurück, so wie es scheint. Die Kugel ist erschienen. Die Kugel ist erschienen. Ah, okay. Euer Feind hat eine Kugel aufgesammelt. Ja. Ihr habt den Raben eingenommen. Okay, die holen sie jetzt den Punkt. Da unten steckt wer fest.
ernsthaft? Oh, oh, oh. Gut, dann gehe ich schon mal in die Mitte und warte auf die Kugel. Wenn der Feind die Kugel abgibt. Zack! Ihr habt eine Kugel erobert! Ihr habt eine Kugel erobert! Die Kugel ist erschienen! Lala, keine Gegner in Sicht. Das ist sehr positiv für mich. Ich werde mich jetzt ganz gemütlich mal da rauf begeben. Und unser Team stirbt, wie ich gerade sehe. Ah ja! Ausgezeichnet! Boah, 30 Punkte. Oh Gott, nein, ein Hunter. Ein Hunter, Leute! Mal schauen, mal schauen. Oh, das ist ein Druide. Oh. Euer Team war siegreich. So ungut, wenn die dann, wenn eh schon Schluss ist, dann nur auf einen draufhauen. Das mag ich überhaupt nicht, ich weiß nicht. Jetzt habe ich gar nicht geschaut. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie viele Punkte und so weiter. Aber wir schauen einmal, welche, was in diese coolen Truhen sich befindet. Ein Foliant, wieder mal. Ein Stufe. Ah, so kann man eigentlich im PvP jetzt leveln, ne? Das hat man, glaube ich, früher nicht kennen. Also, wie ich noch gespielt habe, zumindest wisst ihr das jetzt nicht. Weil man kriegt echt viel Folianten eben PvP, ist mir aufgefallen. Damit man halt eine Stufe aufsteigt. Weil im PvP wird man automatisch auf Stufe 80 hochgeskillt. Und so kann man halt dann auch leveln, ne? Ziemlich cool. Und ja, Leute, ich würde sagen, es war wieder eine Runde Guild Wars 2 PvP. Sehr siegreich, möchte ich behaupten. Und ich werde mich jetzt gleich anmelden für die nächste Runde, damit wir die Wartezeit nicht so lang haben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.